Illegale Gelder. Sie stammen aus Prostitution, Rauschgift oder Waffenhandel, der Schleuserei von Flüchtlingen. 100 Milliarden Euro kriminelles Geld wird in Deutschland jährlich gewaschen, so die Bundesregierung. Ein neues Gesetz soll den Missstand beheben. Da kriminelles Geld verstärkt in Sachwerte investiert wird, wird der Handel in die Pflicht genommen. Auch Autohändler wie Gerhard Lutz aus Garmisch-Partenkirchen. Besonders bei Barzahlungen soll er seine Kunden auf einen möglichen kriminellen Hintergrund abprüfen und ob das Geld, mit dem bezahlt werden soll, aus legalen Quellen stammt. Er muss angeben, was wir vermuten, wo wir den Verdacht haben, was hat uns darauf gebracht. Und da wird es dann schon schwierig. Ja? Wir klagen jemand an. Bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern ist man der Meinung, die Vorschrift überfordere den Handel. Der Staat überträgt hier seine originären Aufgaben polizeilicher oder möglicherweise strafrechtlicher Ermittlungen auf Private. Das kann nicht sein, zumal er die Privaten dann auch noch in die Haftung dafür nimmt, dass sie das alles richtig gemacht haben. Künftig muss der Handel mit behördlichen Prüfungen rechnen.